Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review, dem besten Review-Kanal der Welt. Ich zeige euch heute den zweiten VW Amarok. Bin mega stolz, heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden. Wollt ihr alles zu dem neuen Midsize-Pickup von VW wissen, dann bleibt genau jetzt dran. Bei uns gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein neues Review von der bezaubernden Jessie oder von mir. Abonniert den Kanal genau jetzt. Und was machen wir heute zusammen? Wir schauen den uns ganz genau an, schauen, ja, wie viel Selbstständigkeit VW in die Karosserie gepresst hat. Wir gehen rein, wir springen auf die Pritsche hinten, wir sprechen über den Preis. Natürlich sprechen wir über den Ford Ranger. Natürlich sprechen wir über das Wettbewerbsumfeld. Natürlich sprechen wir über alles, was mich interessiert. Ich bin Egoist. Nein, bin ich nicht. Wollt ihr es wissen? Dann bleibt genau jetzt dran. Kommt mit. Ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich mit voller Amarok-Liebe über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern wie meinauto.de. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Werbung war einfach, Historie und Wettbewerbsumfeld vom Auto wird ein bisschen kniffliger. Warum ist das so? Also den Amarok, den gibt es seit 2010, inzwischen seit ziemlich genau 12 Jahren. Hier steht jetzt die zweite Generation. Und viele Amarok-Fans da draußen werden sowas sagen wie: Könnte den nicht VW selbst noch weiterbauen? VW baut ihn jetzt in Zusammenarbeit mit Ford in Südafrika, beziehungsweise Ford baut ihn mit VW auf Basis, ja, vom Ford Ranger. Das ist eine interessante Sache, denn das Auto hat sich in seiner Zeit in erster Generation 830.000 Mal verkauft, was ich ganz schön viel finde. Aber das ist wahrscheinlich zu wenig aktuell für die Nutzi-Leute von VW in Hannover, ja, um den nochmal selbst zu entwickeln, vor allem weil die Zukunft elektrisch ist. Denkbar bei dem Auto wäre übrigens auch eine Plug-in-hybride Variante. Denkbar beim Midsize-Pickup wäre zum Beispiel auch eine voll elektrische Version. Hier haben wir Aventura stehen, hier haben wir einen 6-Zylinder-Diesel stehen, was ich sehr spannend finde. Ich kann euch also sehr viel über dieses Auto sagen, weil Top-Ausstattung und richtig viel Leistung hier drin. Und das Wettbewerbsumfeld, das ist natürlich chlorreich. Das ist ein Nissan Navara, das ist ein Mitsubishi L200. Ja, das ist ein Ford Ranger. Das ist immer so ein bisschen schwierig, was das meistverkaufte Pickup der Welt. Ich glaube, der Ford Ranger ist schon sehr weit vorne dabei. Man darf nicht den Toyota Hilux vergessen. Und man darf nicht eine Sache vergessen, das ist die Mercedes X-Klasse. Denn da ist man schon mal mit so einem, ja, Plattformteilkonzept mit dem Nissan Navara gescheitert. Ja, dieses Schicksal will man bei VW eben nicht haben und deswegen hat man gesagt, okay, das Auto muss deutlich anders aussehen als ein Ford Ranger. Wir lassen lediglich Spielkappen, Dach und Fenster gleich und wir verpassen dem ein richtig eigenständiges Design, was wir uns jetzt gleich anschauen werden. Aber erstmal sprechen wir über die Ausmaße. Der ist 4,35 Meter lang und damit stolze 10 cm gewachsen im Vergleich zu seinem Vorgänger. Vorgänger finde ich ein bisschen schwierig, weil er steht ja jetzt immerhin auf einer ganz eigenen Plattform. Der ist 1,91 breit, der ist 1,89 hoch. Er ist nicht wirklich schmaler geworden als der Vorgänger, mit Spiegel dann sowieso schon. Und ja, er ist 5 cm höher geworden. Im Radstand ist das Auto mit 3,17 Meter Radstand um stolze 17 cm gewachsen. Wir haben sehr kurze Überhänge, wovon der Platz dann auch im Innenraum und die Offroad-Fähigkeit profitiert. Wenn man über die Ausstattungsvarianten spricht, dann gibt es Amarok, Life, Style, Panamericana und Aventura. Aventura ist die höchste Ausstattungslinie, so wie sie hier steht, sozusagen die Vollausstattung, während Panamericana so die Ausstattung für die absoluten Offroad-Fans da draußen ist. 8 Lackvarianten gibt es, es gibt eine Unilackierung, 7 Metallic-Lackierungen und von vorne jetzt, macht euch selbst ein Bild und schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie unterschiedlich ist er denn zum Ford Ranger? Ich finde
deutlich. Die höchsten Ausstattungsvarianten haben hier unten im Stoßfänger so ein X drin, was ich sehr offroadig, sehr gelungen, sehr gut finde. Dann steht hier stolz in großen Lettern Amarok drauf. Da haben wir ein sehr großes, sehr präsentes, sehr modernes VW-Logo. Der Grill hier vorne hat so Ecken, Kanten drin, sieht sehr offroadig aus. Und interessant finde ich es beim Licht, denn während der Ranger mit Halogenleuchten beginnt, beginnt der hier mit Voll-LED-Leuchten, was Tolles. Und wir haben hier dann in den höchsten Ausstattungsvarianten das IQ-Light drin, also ein Matrix-LED-Licht. Was kann das? Das kann zum Beispiel den Gegenverkehr abblenden, Schilder anblenden, ihr fahrt damit quasi permanent mit Fernlicht. Was ziemlich gut ist, wir haben eine sehr präsente Schnauze hier vorne, Motor befindet sich natürlich hier, viel Chrom, ja, aber die Fans sagen, ey, jetzt gehen wir mal in die Seite, beschäftigen uns mit Böschungswinkeln, mit Watttiefe zum Beispiel. Ja, der hat einen Böschungswinkel vorne von 31 Grad, beziehungsweise 29, hinten sind 26 Grad und wir haben jetzt eine Watttiefe, das ist sehr spannend, von 80 cm. Der Vorgänger hatte 50 cm. Es wird dann auch im Zubehör wahrscheinlich einen Schnorchel geben, da habt ihr dann noch mehr Fähigkeit dazu. Hier steht es präsent drauf, Amarok Aventura hier auf dieser Sportsbar. 4Motion haben wir bei diesem Auto aktuell in Deutschland immer. 80 Liter Tank ist hier auch beim Diesel und falls es einen Benziner geben sollte, immer mit dabei. Und jetzt schauen wir uns vielleicht mal hier unten diese Trittbrettstufe an, weil die macht dieses Auto optisch sehr breit. Wir haben hier auch Bügeltürgriffe, die ja, das Auto ziemlich robust machen, sage ich mal. Vorne haben wir ja eine silberne bzw. chromfarbene Spiegelkappe. Und ganz interessant ist, und das war den Designern wichtig, dass wir 18 bis vermutlich 21 Zoll Felgen haben, die natürlich rund sind und in einem eckigen Radkasten hier drin wohnen. Und wir haben hier sehr viel Platz dazwischen. Und wenn ihr mal guckt, wie kurz die Überhänge vorne und hinten sind, kann man sich deutlich vorstellen, dass wir hier ja eine richtig gute Geländefähigkeit haben. Ihr könnt auch gern hier mal reinschauen, da seht ihr nämlich sehr viel Technik, was mir sehr gut gefällt. Es wird zwei Arten von Allradantrieb geben. Das eine ja, ist ein permanenter Allradantrieb mit einem Zwei-Stufen-Getriebe. Da habt ihr mehrere Möglichkeiten, dieses Untersetzungsgetriebe zu benutzen und ihr habt einen flexiblen Allrad, der über eine Lamellenkupplung dann die Kraft verteilt, was auch ganz interessant ist. Zehnganggetriebe hier drin ist gut und jetzt schaut mal, das Auto ist in etwa genauso hoch wie ich. Was man wissen muss, ist, außerhalb von Deutschland wird es auch noch eine Single-Cab-Variante geben. Hier haben wir die Double-Cab-Variante. Da springen wir später auch mal rein. Jetzt gehen wir ans Heck, weil bei so einem Pickup geht es ja natürlich um die Nutzbarkeit und der hat eine Anhängelast von stolzen 3,5 Tonnen, mit dem man wirklich viel ziehen kann. Wir haben auch eine Nutzlast hinten von 1,16 Tonnen hinten drauf, das heißt, ich sollte locker drauf passen. Der Vorgänger hatte nur eine Tonne und jetzt schaut euch das mal an hier. Wir haben hier diese Schnüre, vielleicht ganz interessant, da unten noch relativ viel Chrom, Amarok steht hier, Amarok auch hier ins Blech gepresst, das war nicht wirklich günstig und sieht richtig schön aus. Großes VW-Logo hier drauf, Rückfahrkamera, ja schon richtig gut. Und optional kann man diese Abdeckung hier oben dann elektrisch bestellen. Jetzt schaut mal, ich mache die euch hier auf und macht euch vielleicht selbst gern mal einen Eindruck, wie gut dieses Plastik hier ist und wie solide das hier hinten ausgekleidet ist, weil das ist bei einem Pickup ja relativ wichtig. Und naja, ich sage euch mal ehrlich, mein Job ist nicht immer gut. Ich muss heute sportlich aktiv sein, denn ich muss hier hoch. Und ich sage euch, wenn dieses Auto meine 100 Kilo aushält, dann hält es wahrscheinlich vieles auf. Ihr seht, hier ist sehr viel Platz hinten drauf. Hier sollen vermutlich 2-Euro-Paletten, zumindest eine drauf passen. Das finde ich ziemlich gut. 154 cm und 122 cm sind die Ausmaße. Jetzt schauen wir mal, ob auch die Klappe mich aushält. Ja, sieht ganz gut aus, ne? So, ich mache mal wieder zu. Gefällt mir vom Look her schon wirklich gut. Hier haben wir so C-förmige Rückleuchten. Und was ich jetzt mal machen würde, ist euch auf dieser Seite hier ja, den Rückraum öffnen, während ich auf die andere Seite gehe. Und dann schauen wir mal, wie viel Mühe sich VW ja, im Interior gegeben hat. Während man ja beim Vorgänger Amarok hinten ja schon so ein bisschen
steifer gesessen hat, sage ich mal, ist es hier so, es ist bequemer, man sitzt besser. Ich kann euch eine Sache noch zeigen, die vielleicht sehr wichtig ist, dafür muss ich noch mal raus. Schaut mal, ihr könnt, und das ist wirklich praktisch, hier hochklappen, habt ihr da unten so ein kleines Secret-Fach. An dem Haken hier zum Beispiel, ja, könnt ihr die Rückbank dann hochheben, könnt hier auch vielleicht ein Fahrrad reinstellen oder so. Schon ziemlich praktisch hier. Hakt auch gut wieder ein, sehr gut, sehr solide. Und dann haben wir hier auch noch eine Armauflage. Die mache ich euch mal hier runter. Die ist jetzt nicht lapprig oder so, die macht einen, ja, einen ziemlich guten Eindruck. Nach hinten haben wir eine Glasscheibe. Auch ganz gut. Solide ausgeformter Himmel. Und dann haben wir hier hinten eine 12-Volt-Steckdose, hier eine 230-Volt-Steckdose. Ganz praktisch. Und schaut mal, ich mache nochmal eben zu. Ich bin 1,88 Meter groß. Habe hier genug Platz für den Kopf. Habe genug Platz für die Knie. Auch in der Mitte ist ein relativ breit, aber dafür schmal aufbauender Mitteltunnel. Das ist schon wirklich okay. Hier hinten könnt ihr an den Haken ein bisschen was anhängen. Und ja, guckt mal hier, die Sitze sind bequem, gut, wirklich gut. Jetzt schauen wir mal noch in die Tür rein und in der Tür merkt man dann die Verwandtschaft auch sofort. Wir haben hier nämlich eine sehr weiche, sehr bequeme, sehr gut gepolsterte Armauflage, einen interessanten Türöffner, den man so von VW nicht kennt. Schönes Öffnenmechanismus hier für die Scheibe, Hartplastik hier ist eben robust. So. Und jetzt gehen wir nach vorne und ich erzähle euch was zu den Motoren. Und da waren ja viele gespannt, Mensch, was für Motoren kommen jetzt hier rein? Beim Auto, was ja in Südafrika gebaut wird, und die Motoren werden auch in Südafrika gebaut, gibt es da nämlich eine Menge Wahlmöglichkeiten. Ich mache mal vorne auf. Ja, und das ist jetzt spannend. Denn man beginnt mit einem Vierzylinder, den gibt es dann mit 170 oder 205 PS und hier drin ist, und da bin ich sehr stolz drauf, ja, ein V6 Motor, der auch so mal im F150 Pickup war. Ford ist ja sehr gut darin, Pickups zu bauen und hat sehr viel Erfahrung, weshalb, glaube ich, VW auch diese Kooperation eingegangen ist. Und der hier hat 242 PS, 6 Zylinder eben, mächtig viel Drehmoment. Interessant ist auf der anderen Seite, dass es wohl noch einen 2,3 Liter Benziner geben wird. Und ja, der hat 4 Zylinder, 242 PS eben. Was wir jetzt mal machen werden, ist reinspringen. Ich zeige euch den Innenraum. Habt ihr Lust? Ja, dann kommt einfach mal mit und danach gibt es ein Fazit. Sprechen wir über das Arbeitstier, also nicht mich, sondern den Muli, den Amarok. Und der ist robust, der hat VW-Elemente, aber auch Ford-Elemente. Was das genau bedeutet, das schauen wir uns jetzt erstmal an. Und zuallererst sprechen wir über das, was uns mit dem Auto verbindet. Nicht The Car Crash Review, der beste Review-Kanal der Welt, sondern die Sitze. Und die Sitze, die sind, wie soll ich euch das beschreiben, amerikanisch. Die kennt man so nicht aus VW-Modellen, die sind allerdings schweinebequem. Schaut sie euch ruhig ganz nah an. Die, ja, damit kann man sich wirklich vorstellen, lange, weite Strecken zu fahren. Die geben jetzt nicht den besten Seitenhalt, passen aber besser in so ein Pickup als Arnie Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten. Ich mag die Sitze. Und ja, jetzt machen wir mal den Schwenk vorbei hier an dem Display in die Tür rein und sprechen einfach über die Verarbeitungsqualität. Und die ist solide, ne? Da ist sehr viel Ford zu erkennen, da sind aber auch VWS-ge Knöpfe zu erkennen. Schaut euch mal die Nähte oben an, schaut euch die Polsterung der Armauflage an. Ja, auch das Zierelement vorne finde ich ganz schick gelöst. Den Türgriff, den könnt ihr euch von nahem anschauen, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ehrlich gesagt, weil der steht da sehr aufrecht drin. Unten haben wir so ein Flaschenfach, was gar nicht so groß ist, wie man im ersten Moment denkt. Und dann natürlich, nahezu obligatorisch ist der Oh-Shit-Handle hier, der sehr praktisch ist, vor allem im Gelände. Wir haben unten eine Aventura-Fußmatte und worauf man sehr stolz ist bei VW und bei den Designern, ist das Dashboard hier vorne, denn wir haben hier nicht nur unten ein sehr klassisches, sehr robustes Handschuhfach, sondern noch ein kleines Fach hier oben, wo man durchaus was vor der Frau verstecken kann. Ja, hier so eine kleine Frauenwagen.
Waffe zum Beispiel oder sowas. Oder einfach Angelhaken reinmachen oder einfach was auch immer reinmachen. Und dann haben wir eine Harman-Kardon-Anlage hier drin, was bestimmt auch eine ganz eigene Qualität ist vom Auto. Und vorne haben wir ein Fach, insgesamt haben wir 20 Fächer hier drin, um irgendwas zu verstauen. Die ganze Mittelkonsole kommt einem sehr unbekannt vor aus VW-Brille. Und jetzt schauen wir uns ja vielleicht das mal an. Wir haben hier Knöpfe noch für die Fahrmodi zum Beispiel, kommen wir dann später zu. Wir haben die Assistenten zum Beispiel hier, wir haben das Klimamenü hier, die Parkpiepser haben wir hier mit einer 360-Grad-Kamera. Noch ein echter Drehregler für lauter, leiser. Gangwahlhebel. Sehr amerikanisch, ehrlich gesagt. USB, USB-C-Stecker da vorne unten drin. Seht ihr relativ schlecht und noch eine 12-Volt-Steckdose. Aber, soweit ich weiß, serienmäßig eine induktive Ladebuchse da unten. Kann man sich schon echt gut vorstellen, so über eine Wiese zu fahren. Fahrmodus-Schalter ist vorne. Hier haben wir dann die unterschiedlichen Modi der Übersetzung, also 4L, 4H4, automatisch und reinen Heckantrieb. Hier können wir das Sperrdifferential hinten sperren. Und hört mal. Das hört man sogar. Bergabfahrhilfe. So sieht er aus, der Schlüssel. Kennt man jetzt auch nicht im ersten Moment. Cupholder ist hier. Und dann haben wir hier nochmal ein riesiges Fach und eine sehr bequem gepolsterte Armauflage. Und da würde ich Malte, der heute filmt, direkt mal reinbeten. Denn wir sprechen über das Vertrauteste aus dem Konzern, nämlich ein VW Multifunktionslenkrad. Sehr deutscher Begriff, sehr tolles Lenkrad, drei Speichen, unten kaum abgeflacht. Hier können wir die Assistenten steuern, wie man das bei VW kennt. Schaut es euch gerne nah an. Und auf der anderen Seite steuern wir hier dieses digitale Cockpit, was es in 8 oder 12 Zoll Größe gibt. Hier das Infotainment gibt es in 10 oder 12 Zoll Größe. Und jetzt schauen wir uns das da vorne vielleicht einfach mal an, was man da alles machen kann. Ihr könnt zum Beispiel die Steigung verändern. Wir können hier vorne den Ölzustand, den Reifendruck anschauen. Und interessant ist auch, je nach Fahrmodus, schaut es euch vielleicht einfach von hier an. Ich finde, hier kennt man das eigentlich immer am besten. Je nach Fahrmodus, der drin ist, dafür muss ich hier mal zumachen, kommt vorne halt richtig viel Disco ins Auto. Also Eco, schaut mal hier, rutschig. Wow, wie das Auto reinfährt da vorne. Das wird VW niemals so machen, aber ich finde das irgendwie auch ganz nett gelöst. Schlamm haben wir hier zum Beispiel auch noch. Wow. Schnee oder Sand ist dann auch noch in einer anderen Anzeige. Und in der Mitte könnt ihr das eben immer verstellen. Ich zeige euch jetzt das ganze Auto, weil wenn ihr wirklich überlegt, das zu kaufen, ist es wichtig. Apple CarPlay, Android Auto, der Bordcomputer ist hier. Nicht repräsentativ. Die Assistenten könnt ihr hier reinmachen. Ihr habt was für Nicken, Wanken, für die Kraftverteilung vom Allrad hier. Da ist also ziemlich viel drin, auch eine Anhängerinfo ist wichtig, weil wir können ja bis zu 3,5 Tonnen ziehen hier drin, Reifendruck, AdBlue-Tank und ja, Lenkrad vielleicht noch die Verstellmöglichkeiten, das sind ganz wichtig. Ihr kennt auch, wenn ihr das Lenkrad ganz rein macht, hier den Schalter für die Lichtsteuerung. Hier habt auch hier nochmal einen Knopf, wo ihr elektrisch dann genauso wie am Schlüssel hinten die Versiegelung machen könnt für beziehungsweise den Schließmechanismus für die Pritsche. Und jetzt schauen wir uns das hier alles vorne an. Und jetzt guckt mal. Also Fahrmodi habe ich euch gezeigt. Für diejenigen, die es wissen wollen, sind sie hier übrigens noch erklärt. Ich spiele das jetzt einmal durch. Ich werde es euch nicht vorlesen. Ihr könnt es euch selbst durchlesen, wenn ihr wollt. Muss jetzt hier übrigens nochmal anmachen. Und auch schaut mal da vorne, wenn man an- und ausmacht, wie schön der Amarok dann rein und rausfährt, ist schon wirklich gelungen. So, das muss ich hier leider ganz kurz anmachen, weil ich glaube, sonst verabschiedet sich die Zündung. Das Auto kommt relativ direkt vom Schiff und wir sind, glaube ich, die Ersten in Deutschland, die es zeigen dürfen, was mich ein bisschen stolz macht. Und jetzt waren wir bei den Fahrmodi stehen geblieben. Schlamm ist hier und dann haben wir Sand, Schnee hier. Und jetzt schaut mal, Assistenten haben wir dann hier, die könnt ihr euch dann alle anzeigen, Drive Modes. Die Kamera,
Ist dann hier, müsst ihr hier immer wieder schließen. Und was mich überrascht hat an diesem Infotainment-System ist, das ist nicht überladen, das ist relativ einfach, das ist relativ schlüssig, ja, relativ intuitiv, 360-Grad-Kamera ist hier. Hier geht es dann immer wieder zurück, ihr habt ihr Fahrzeug, Apple CarPlay, Android Auto, Medien, die Navi schauen wir uns mal schnell an, der obligatorische Test bei uns ist die schnell oder nicht, was ganz interessant ist. Und vielleicht zum Abschluss vom Video, ich hoffe, ich habe jetzt alles gezeigt, Sitzheizung haben wir übrigens hier. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz in die Einstellungen rein, denn die Einstellungen, ja, da haben wir zum Beispiel auch die ambiente Beleuchtung in der Tür drin. So. Was sind sie denn? Fahrzeug. Und dann hier, genau, 360 Grad Kamera. Und dann haben wir hier die ganzen Einstellungen, Beleuchtung und so. Aber jetzt schaut mal auf den Griff hier unten. Ich mache das Auto aus. Und jetzt ist eine interessante Sache. Wäre jetzt ein Gang drin und ich würde es ausmachen, wird bei VW nichts passieren. Und hier fährt der automatisch in P. Finde ich schon ganz gut. Was wir jetzt machen ist... Howdy, kommen wir zum Fazit. Eigentlich bräuchte ich jetzt so einen Grashalm hier, einen Halm im Mund, ein alkoholfreies Bier, vielleicht eine Angel und dann würde ich sowas von den American Way of Life leben mit unserem Midsize Pickup. Das stellt ihr euch gar nicht vor. Und ich glaube, wenn man über dieses Auto spricht, dann kann man durchaus sagen, der verkörpert eben den American Way of Life, weil dieses Auto gibt euch unheimlich viel Freiheit. Ihr schmeißt euer Pony, eure Angel, euer Bier, euer was auch immer einfach da hinten drauf. Ihr könnt einmal quer durch den Schwarzwald, einmal quer durch Deutschland fahren. Dieses Auto kann Offroad-mäßig richtig viel. Dafür steht Ford, sind wir uns einig. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wird es was auf der Straße können? Ich vermute ja. Gefahren bin ich ehrlicherweise noch nicht. Heute ist erstmal nur statisch. Und statisch ist spannend beim Auto, weil ich finde, VW, und das war für mich sehr wichtig, vor allem wenn man die Vergangenheit mit Mercedes und dem Navara betrachtet, hat das Auto optisch so deutlich differenziert, dass es ausreicht. Der Innenraum, da muss man sich an ein paar Dinge gewöhnen, die man von VW so nicht kennt, aber dieses aufrechtstehende Tablet da innen ist zum Beispiel praktisch. Der Innenraum ist sehr bequem, auch wenn so ein kleines Umdenken im Kopf stattfinden muss. Jetzt werden viele sagen, Mensch, verdammt, eigentlich wollte ich meiner Frau irgendwie eine Reise an die Westküste in den USA schenken zu Weihnachten, aber sie will nicht reisen, was mache ich jetzt? Ja, vielleicht so ein Pickup kaufen, oder? Denn das Bestellformular wird wahrscheinlich vor Weihnachten, auf jeden Fall im Dezember öffnen und die ersten Auslieferungen werden dann Anfang 2023 folgen. Ich bin sehr sicher, dass viele Fans zu Hause schon das Fahrwasser im Mund zusammenläuft. Andere werden wie immer erstmal kritisch sein. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie gefällt ihr euch jetzt, die zweite Generation Amarok? Ich habe mich so ein bisschen verliebt, wobei ich auch die Vorgängergeneration ziemlich hot fand. Und beim Preis ist es spannend, denn Ford ist ein Großmeister darin, bezahlbare Pickups auf den Markt zu bringen. Und davon wird jetzt auch der VW profitieren. Ich vermute, er wird deutlich unter 40.000 Euro beginnen. Natürlich in der höchsten, sexiesten Ausstattung, wie er hier steht, mit einem V6 Diesel, wird es deutlich teurer sein, aber der Einstiegspreis beim Auto, da bin ich mir sicher, der wird sehr gut sein. Wir sprechen uns dann einfach nochmal Ende des Jahres. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, wäre unseren Kanal zu abonnieren. Macht es genau jetzt, denn bei uns gibt es jeden Tag das beste Auto-Review der Welt, genau um 17 Uhr von der besten Moderatorin der Welt, Jessie und eben mir. Abonniert den Kanal genau jetzt. Auch übrigens, wenn ihr meine Klamotten hot findet, dann findet ihr auch einen kleinen Code unten in der Beschreibung. Schaut bei Golisi vorbei. Gebt eurer Mama einen Kuss auf den Stirn und dann bis dann in einem anderen Zirkus. Tschüss, tschüss.